Talente werden in Deutschland so gemessen, dass man sie an bildungsbürgerlichen Kategorien misst. Das heißt, also wer bei uns intelligent ist und begabt ist, das definiert nicht der Begabte, sondern der Bildungsbürger. Das halte ich für eine Riesenproblematik. Und im Wesentlichen, glaube ich, ist der Befund für Deutschland der, dass der soziale Lift, also mit dem man sozusagen durch Gesellschaft und Politik sozusagen den Fahrstuhl betreten kann, der dummerweise natürlich mit eigener Energie zu fahren hat, aber dass der sozusagen so klemmt, und das hat etwas damit zu tun, dass Deutschland Schwierigkeiten hat, mit Heterogenität umzugehen. Also wir haben sozusagen sehr gerne sortierte sozusagen Begabungsklassen und wir haben insgesamt ja gerne Klassen. Also ich würde auch sagen, dass Deutschland nicht nur eine Klassengesellschaft ist, sondern tatsächlich auch ein Kastensystem von besonderer Ausprägung. Also das klingt immer so ganz sozusagen revolutionär, aber das lässt sich eben dann doch ganz nüchtern auch betrachten. Deswegen die Begabungsreserven, über die viel gesprochen wird, über Talentreserven, sind in Deutschland exzeptionell. Also wir haben uns bisher um Migranten nicht sonderlich kümmern können, auch wenn Stiftungen das sozusagen mit bestimmten kleinteiligen Programmen immer wieder versuchen zu akzentuieren. Wir haben uns um Schulabbrecher nicht gekümmert, wir haben uns um die Jugendlichen im Transfersystem nicht gekümmert. Das sind Größenordnungen, die sind mittlerweile relativ, also sind gesunken in den letzten Jahren, das muss man auch anerkennt mal sagen, aber sie sind immer noch sehr hoch. Wir haben das Thema der Behinderten, wir haben das Thema der Senioren, das ist sozusagen ja unser Wachstumsmarkt mit 1,6 Millionen anteilig bei insgesamt 6,3 Millionen, glaube ich, Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2030. Also das heißt, die Begabungsreserven sind in Deutschland so, dass ich sozusagen glaube, dass wir, wenn wir auch ein gutes Einwanderungsland mit Willkommenskultur geworden sind, was eine weitere Voraussetzung wäre, dass wir dann sozusagen auch im Bildungsbereich tatsächlich Systeme entwickelt haben, die Diversität wiederum nicht nur rhetorisch verstehen, sondern sozusagen als eine Begabungsmultiplikation verstehen. Und das ist schwer. Also das kann ich auch sozusagen aus der eigenen Erfahrung sagen, mit Heterogenität umzugehen, ist einfach mühsam. Also weil es langsamer zu sein scheint, weil es dreifach reflexiv ist, weil man auf einmal Fragen gestellt wird, die man auch überhaupt nicht mehr beantworten müsste, weil es eh klar ist, aber es ist dann auch gar nicht mehr klar, wenn sie gestellt werden. Und ich glaube, dass wir mehr soziale Innovation im Bildungssystem brauchen, um Inklusion, um sozusagen Diversität wirklich als einen Gewinn zu betreiben und nicht als ein Defizitmodell dauernd zu verstehen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass unsere Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen nicht derartig professionell Neugier demotivieren, weil es ist sozusagen uns angelegt, dass wir neurowissenschaftlich wissen, dass wir zur Neuheit verdammt sind, weil alles andere macht uns depressiv. Also das heißt, wir müssen dauernd das Neue machen. Und das zu habitualisieren, dass es dafür Orte gibt, Arenen gibt, Strukturen gibt, die sozusagen das Neue permanent als nicht geplantes, als nicht erwartbares, sozusagen erwartungsgemäß gestalten können. Das ist so ein bisschen, was die Zeppelin-Universität umtreibt. Übrigens auch nicht trivial. Wir sind ja 10 Jahre alt, sind also Teenie geworden. Und das Erste, was mir sozusagen sofort Sorgen macht, ist, könnten wir die Pubertät überstehen im Sinne von, bleiben wir dauerpubertär? Also jetzt ist erstmal schön, dass wir die Kindsterblichkeit überwunden haben, aber wie schafft man Universitäten als Dauerpubertät zu organisieren? Also Rebellistentum, sozusagen nölige, schlechte Laune, überschüssige Energie und so weiter. Und wenn wir Pubertät gut organisieren, das ist auch für Schulforscher eines der größten, dann habe ich das Gefühl, das sind Energien, die gibt es nie wieder in einem lebensbiografischen Moment. Ist auch anstrengend. Wir haben ja 17-Jährige im Haus, von daher weiß ich, wovon ich rede. Aber die Konstruktion Universität als Organisation von Erwartungssicherheit des Nicht-Erwartbaren, dafür braucht es Arenen, Gefäße, und zwar in der Lehrplanung, in sozusagen Formaten, die die Studenten selber entwickeln können. Und das bedeutet sozusagen, dass die Universität sich umstellen muss von Angebot auf Nachfrage. Also Universitäten neigen noch leider, so wie Professoren, auch mittlerweile leider ich, sozusagen Antworten zu geben auf nicht gestellte Fragen, müssen wir sozusagen die Universität zu einem Ort machen, an dem sozusagen die nicht gestellten Fragen auf gegebene Antworten sozusagen wieder ins Zentrum gestellt werden. Also tatsächlich die Frage zu feiern. Das ist für mich eigentlich der Moment, wo Universität, anders als eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, anders als die Kirche, und so weiter, ihre
Existenzberechtigung hat. Und man muss nicht zwingend eine Antwort bringen. Aber ich finde, man kann dann anfangen, die Leute in dieser Frage, in diesem Unbeantwortbaren, sozusagen auch dann zu unterstützen und sagen, find irgendwo deinen Weg. Ja? Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die mich damals bei der Gründung auch immer schon beim Auswahlverfahren umgetrieben hat. Nämlich die Frage, die für Menschen gilt, aber vielleicht sogar auch für Probleme gilt. Wenn du einen Menschen wirklich kennenlernen willst, stelle ihm eine nicht beantwortbare Frage. In diesem Moment wird mit allen Ressourcen, die man hat, sozusagen pionierhaft in diesem neuen Paradigma, was nicht bekannt ist, was man noch nicht mal beschreiben kann und so weiter, was auch nicht vermittelbar ist gegenüber Dritten, wird sozusagen mit den Ressourcen, die man hat, gearbeitet und dann lernt man etwas persönlich kennen. Ansonsten sind es vorgestanzte Antworten von Bildungsbürgern, die einfach nur wiederholt werden müssen. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen.